Moin Leute, hier ist wieder euer Herbert von GamerTV bei HubiFan und heute mit einem Unpacking und zwar meiner allerersten Collectors Edition Far Cry 2. So, ich zeige euch, was drin ist, ich zeige euch, ob es sich lohnt für den Preis. Den Preis schreibe ich unten in die Kommentare, muss nicht genannt werden, kann aber auch gelesen werden, wo ich es her habe, steht dann auch da drin. Ja, so sieht das Ganze aus in einem Holzkarton. Wunderbar. Hier ist so ein schöner Aufkleber. Und das Ganze sieht gar nicht so schlecht aus. Da drum war noch so eine komische Folie. Also so ein, so eine Abdeckung, die aber total hässlich ist. Man sieht hier noch überall diese Klebeflecken. Schrecklich, sowas. Können die sein lassen. Muss hübsch aussehen. Wie man sieht, wenn man es sieht. Ich versuch's mal festzuhalten. Nein. Die Blutflecken hier, die spiegeln sich. Also ist ganz cool gemacht, so als wenn man drauf guckt, als ob sie feucht wären. Ich hoffe, ich das. Ja, so kann man es einfangen. Also es ist ganz cool gemacht. Und es wirkt gar nicht so billig. Also muss ich sagen, gefällt mir. So, schauen wir doch mal rein, was uns erwartet. So, also man sieht hier. Das ist Holz, ja. Gutes Holz. So, als erstes kommt uns was entgegen. Ein Poster. Von Far Cry 2. Ganz schick gemacht. Sieht auch nett aus. Und auf der Rückseite. Hoho, diese Mega-Map. Also ich fange mal hier oben an. Das ist hier diese erste Karte. Es gibt zwei. Süden und Norden. Und jeweils rechts sind dann die Figuren, die Wege, die Missionen, wo es was gibt, etc. aufgeschrieben. Ganz cool gemacht. Weiter unten sieht das dann so aus. Also rechts immer die Figuren, hier vorne, und die zugehörigen Symbole, was bedeutet. Ganz nett gemacht und ist auch kein billiges Papier. Also es ist auch Art Karton. Also stabil auf jeden Fall. Also kein Schrott. Also das ist schon mal nicht schlecht. Als nächstes. Und was spielst du unterwegs? Far Cry 2 für das Handy zum Gratis-Download. Gratis. Nicht schlecht. Finde ich schon mal gut. Als nächstes kommt eine Making-of-CD. Mehr steht hier nicht drauf. Na, komm da mal raus. Auch super bedruckt. Erkennbar. Nicht schlecht. Hätte man vielleicht eine schöne Packung reinlegen können. Wirkt ein bisschen edler, aber das ist schon nicht schlecht. Das ist das ganze Making-of drauf, wie es passiert ist, wo die Szenen aufgenommen wurden, etc., wo die Inspiration herkam und so. Als nächstes das Herzstück dieses Collector's Edition, die sehr Collector Edition, das Artbook, The Art of Far Cry 2. Und das ist echt schön. Also ich habe da mal so reingeblättert. Die Bilder lohnen sich tatsächlich anzuschauen, auch von mir aus mehrmals. Also das sieht einfach fantastisch aus. Alles schön bunt, auch super Qualität. Es ist schon nicht schlecht. Ich blätter da jetzt mal so quer rüber. Dann werden hier die Charaktere vorgestellt, auch jeweils mit einem Bildchen. Die verschiedenen Fahrzeuge. Die Uhr. Die verschiedenen Fraktionen werden vorgestellt mit ihrem Anführern. Und als letztes, was ich ganz cool finde, das ganze Team, was daran gearbeitet hat. Ich finde mich nicht da. Komisch. Und natürlich die ganzen Credits. Voller Credits, das ganze Ding. Geiles Feature. Auch Karton, hochwertig. So, das nächste. Ein T-Shirt.
jetzt der Größe L. Ich schätze mal, das ist Standard. Wir schauen da mal rein. Ich habe das Ding noch gar nicht ausgepackt. Riecht auf jeden Fall, boah, nach Holz. Schöner Geruch. Och, das sieht ja... Ey, das ist echt schick. Hier mit dem Auf... Man erkennt noch nicht mal, dass das ein Game sein soll. Also es ist echt. Und es ist... Moment, was haben wir hier? Steht doch bestimmt drin, was es ist, oder? 100% Baumwolle. Hochwertig. Und echt weich und flauschig. Und es sieht cool aus. Also das Symbol ist... mit Digitaldruck gemacht worden, ja. Also auch lange haltbar. Sieht nicht schlecht aus. Geiles Feature auf jeden Fall. So, jetzt kann ich das wahrscheinlich wieder so falten, wie ich will, aber es passt eh nicht mehr rein. Ach, unten, hinten steht noch, ich sehe es gerade, unten in der Ecke. Ubisoft. Das ist der einzige Hinweis darauf, dass das T-Shirt zu einem Spiel gehört. Ich glaube, wenn man damit rumlaufen würde, würde es keinem auffallen. Nicht schlecht. Geiles Feature. Und... letztendlich das Spiel sehr eng eingepackt. Far Cry 2, Uncut, logisch, gibt's ja auch nur Uncut, glaube ich. Sieht ganz nett aus, alles bunt bedruckt, dann schauen wir da mal rein. Ups. Und uns kommt entgegen die CD natürlich. So. Schauen wir mal kurz nach. Was haben wir hier Gutes? Eine Karte. Ja, eine Karte. Wieder mal. Diesmal nicht so hochwertig wie die andere. Aber es liegt daran, dass das andere wahrscheinlich ein Poster sein soll. Ah, eine Diamantenkarte sehe ich gerade. Hier sind die Diamanten. 15, 12 in dem Gebiet. 14 Stück, 15 Stück, etc. Hier dasselbe. Also hier könnt ihr nachgucken, wo ihr die Diamanten findet. Auch ganz schick gemacht. Nicht schlecht. Sucht man sich wenigstens nicht tot nach den Dingern. So. Auch da rein. Als nächstes kommt das Far Cry 2 Benutzerhandbuch. Ich klapp's extra auf, weil da vorne mein Code ist. Den kriegt ihr nicht zu Gesicht. Ja, und man sieht schon, Gesundheitsschutz ist hier groß geschrieben. Legen Sie zum Schutz Ihrer Gesundheit eine Pause von 15 Minuten ein. Also das Tutorial könnt ihr schon mal nicht durchspielen, ja? Ihr müsst davor Pause machen. Oder danach. Oder dazwischen. Ja. Also das ganze Buch ist super schön gedruckt. Alles super erklärt. Und in Farbe. Und es riecht auch komisch. Ich weiß nicht. Wie das T-Shirt eigentlich, nach Holz. Na, hier hinten ist halt noch Werbung... Vorstellung der Hersteller. Ja. So. Somit. Ah, da ist noch was. 110% Rabatt auf deinen Far Cry 2 Game Server. Nicht schlecht. Wie lange? Ah, jeden Monat. Gültig bis zum 15.09.2009. Abgelaufen. Schade. Auf jeden Fall, das war das Unpacking. So, und nun folgt auch noch etwas. Ich bin ja noch lange nicht fertig. Manche wundern sich natürlich jetzt, das Video dauert aber noch so lange. Warum ist der denn schon fertig? Ja, haha. Und zwar kommen jetzt Spielszenen. Ich habe das Spiel getestet. Und das hänge ich jetzt direkt ans Video an. Ich dachte, ich kriege das T-Shirt da nie wieder rein. Doch, doch, ist es drin. Es ist in dieser verfickten Folie drin. Yeah! So. Wahnsinn. Nur anders sieht es jetzt aus. Aber es ist drin. So. Ich werde jetzt immer, wenn ich Collectors Edition habe, etc., will ich euch das zeigen. Ganz normal halt, ne? Okay, viel Spaß mit den nachfolgenden Szenen. Die sind auch kommentiert. Und ich wünsche euch viel Spaß und Unterhaltung dabei. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr noch kein Abo habt, macht eins. Favorisieren. Wäre auch ganz cool. Daumen hoch. Freue ich mich drüber. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.
So, Leute, jetzt sind wir auch schon beim Test angekommen und auf dem Druck auf F9 zur Aufnahme passiert Folgendes. Er lädt und lädt meinen letzten Speicherpunkt. Wunderbar. Auch nicht so schlimm. So, das ist Far Cry 2 in seiner vollendeten Grafikpracht. Mehr ist in diesem Spiel nicht drin. Volle Auflösung. 1920, 1080. Full HD-Auflösung. Alles, was drin ist, das ist definitiv Maximum. So, und ich würde mal sagen, ich spreche direkt mal auf die Grafik an. Fangen wir mal bei den Schatten an. Das ist nicht schlecht. Scharf auf jeden Fall. Nicht unscharf. Bewegt sich. Passt. Wozu gehören die Schatten? Zu dem Busch. Okay, passt. Texturenschärfe. Ja. Kein Zermatschen, kein Vermatschen. Hier sind auch noch ein paar kleine Details. Nicht schlecht. Das sieht auch ganz okay aus. Eine Motorhaube. Von Räuber. Hier sind auch alle Texturen richtig schön scharf. Hier das Leder schön eingesessen schon von meinem Arsch. Das sieht nicht schlecht aus. Schuss der Pistole. Sieht auch klasse aus. Über die Sounds kann man sich jetzt streiten. Aber es sieht geil aus. Und ein tolles Feature bei diesem Spiel ist ja folgendes. Die ganze Welt kann man abfackeln. Und das sieht geil aus. Der Wahnsinn. Also ich finde es richtig geil. Das Feuer verbreitet sich durch die Funkenbildung, durch die Hitze. Dann sieht das Ganze bald so aus, dass ich hier mittendrin stehe. Das war eigentlich mein Ziel. Vielleicht klappt es sogar. Dann fackelt eben mal spontan die ganze Umgebung ab. Alles, was halt trocken ist. Oder halt nicht trocken. Das fackelt halt mit ab. Was man noch machen kann. So. Ich war der Meinung, dass ich doch letztens einen Ast habe. Gut, die Meinung nehme ich zurück. Ich kann mich da auch vertan. So, kommen wir zum Restlichen, zum Spiel. Wir haben Aufträge, die uns nach Minahot führen. Und wir haben Malaria, das muss bekämpft werden zwischendurch. Und ich zeige euch nun eine der ersten Auftragsmissionen. Hier in diesem Haus ist jemand. Der braucht kurz unsere Hilfe. Den hatten wir gerettet. Und dafür helfen wir ihm jetzt mal schnell. Ach so, wir haben auch den Flammenwerfer. Nicht vergessen. So, Mission Start. Also ja. Willkommen im Mike's. Danke. Dies ist Ihr erster und bester Kamerad. Er wird Sie während bestimmter Missionen kontaktieren und Ihnen alternative Wege zur Lösung vorschlagen. Als Belohnung können Sie Ihren Ruf steigern oder Ihren Unterschlupf verbessern. Beste Bar in Afrika. So gute Rattenpisse findest du sonst nirgends. Bist du noch krank? Der Kerl da kann die Medizin besorgen. Ich bin Warren. Warren Clyde. Hi. Und ich schulde dir was. Falls du mal Ärger hast, sag Bescheid. Okay. So, welcher von euch kennt... Übrigens, die Pillen färben deine Pisse blau. Toll. Hi. So, hier ist der Neue. Dies ist jetzt zweitbester Kamerad. Er wird sich entweder hier oder in einem freigeschalteten Unterschlupf aufhalten. Manchmal erhalten sie Nebenmissionen von ihnen. Wenn sie im Kampf zu fallen drohen, wird er sie retten. Ich bin Josse. Es heißt, sie seien hart. Aber auch harte Typen brauchen Hilfe. Wenn sie Ärger kriegen, bin ich da. Dankeschön. Und ich meine, was ich sage. Logisch, gehe ich von aus. Ah, hier ist das Scheißband. Alles klar. Das ist alles, mehr habe ich nicht. Hä? Wie dein Band nicht? Wollen Sie es nicht zerstören? Ihre Freunde machen das sonst immer.
Ihm geht's gar nicht um die Bänder. Oh, jetzt verstehe ich. Sie kriegen Ihre Pillen in der Kirche von Pala. Der Priester dort wird Ihnen helfen. Sofern Sie rechtzeitig dort sind, geben Sie ihm das hier von mir. Okay. Man kann den Willen eines Menschen nicht brechen wie den eines Hundes. Je mehr man ihn... Sie gehören also nicht zu denen? Ich bin Ruben Ulobagenbi, freier Korrespondent. Sie sind neu hier, das sehe ich an Ihrer Kleidung. Alles viel zu sauber. Sie gehen gerade ein Risiko ein. Ich bin hier nämlich eine Persona non grata. Die Warlords wollen, dass ich das Land verlasse. Ihnen gefällt meine Story nicht. Sie handelt vom Krieg und den Warlords. Aber hauptsächlich geht es um diesen berühmten Waffenhändler, der Schakal. Das war er, auf dem Band. Ich habe über 16 Kriege in Afrika berichtet. 16. Und er war jedes Mal darin verwickelt. Er verkauft Waffen und macht ein Vermögen, während Millionen Menschen leiden und sterben. Er glaubt, er kann im Geheimen damit weitermachen. Aber diesmal nicht. Diese Geschichten werden veröffentlicht. Über den Schakal und die Warlords. Über Soldaten, Kindersoldaten und nichtstaatliche Organisationen. Ich lasse alles auffliegen. Das klingt jetzt sehr dramatisch. Mal sehen, ob es zu Hause überhaupt jemand interessiert. Auch die Charakterbewegungen sind noch ganz cool. Das mit den Bändern war ernst gemeint. Okay. Ich habe in Jugoslawien gekämpft. Ich kenne alle Tricks. Toll. Echt, Mann. Ich komme mit allem klar. Nach dieser Sache heuer ich bei einem großen Sicherheitsdienst an. Ich werde mit den Besten arbeiten. Gut. Übrigens, die Pillen färben deine Pisse blau. Ja, das ist schon eben gesagt. Na, jetzt kann ich gehen. Gut. Was ich noch zur Grafik sagen wollte, könnt euch das machen. Out of Luft. Verschiedene Fahrzeuge können wir übrigens auch benutzen. Aber also hier sowas, kein Ding, nehmen wir mit. Hüpf. Also erschöpft wird, geht der Bildschirm so ein bisschen dunkler. Ist ein bisschen nervig in dem Kampf. So. Die Hauptspielzeit verbringt man tatsächlich damit, hin und her zu fahren. Wie immer im klassischen Spiel. So, Moment. Jetzt brauche ich definitiv nochmal eine große Karte. Zack. Nach links rum sollen wir. Was ich jetzt noch dazu sagen kann zu dem Spiel, ist folgendes. Da geht es durch. Komm. Ihr seht jetzt hier auf dieser Map diese Soldaten mit den Schlössern. Das ist echt, wo jeder User Map hat. Was ich verstehen kann. Und zwar handelt es sich darum, immer wenn man da vorbeikommt, kommen Soldaten. Hat man die Soldaten aber jetzt schon platt gemacht, kommen die wieder. So, in der Stadt ist sind Schusswaffen verboten. Außer ich würde jetzt abdrücken. Das würde dann in Chaos enden. Wahrscheinlich in meinem Tod. Was alle darüber sagen? Was sagen Sie denn? Bis der Dorfchief endlich rauskam, sollen die eine ganze Schulklasse getötet haben. Das war kein Dorfchief. Okay, aber sie haben die ganze Schulklasse getötet.
hier oben in der Decke sind noch leichte Fehler des Lichts, aber sonst ganz nett gemacht. Tut mir leid, wir halten derzeit keine Messen ab. Es geht Ihnen schlecht. Gehen Sie zum Arzt, bevor Sie wirklich einen Priester brauchen. Hat Ruben Sie geschickt? Er hatte etwas für mich. Tauschen Sie das gegen meinen Vorrat an Medikamenten. Natürlich. Ja, dann scheiße. Sie sollten sofort eine davon nehmen. Okay. Machen wir doch. Tja, das passiert nämlich, wenn wir Malaria haben. Dieses... Sie wirken nicht lange, aber ich weiß... Ja. Nicht alle meine Leute sind weg. Viele stecken in der Klemme, voller Angst, was passiert, wenn sie zu fliehen versuchen. Andere haben beschlossen zu bleiben. Wir helfen, wo wir können, und jemanden wie Sie könnten wir brauchen. Okay. Ja, okay. Er sagt nichts mehr. Kommen Sie wieder, wenn Sie mehr Medikamente brauchen. Okay, machen wir. So, erstmal wieder raus hier. So, genau, das Tutorial ist jetzt beendet. Und, ich kann mir jetzt hier von wegen die Fraktion aussuchen, mit die ich arbeiten möchte. Das sind zwei Stück, einmal links von mir, einmal rechts von mir. Das erfahrt ihr aber auch selber im Spiel, denn ich möchte nicht zu viel verraten. Wie gesagt, ich finde das Spiel gar nicht so schlecht bis jetzt. Schreibt in die Kommentare, wie ihr es findet, ob ihr es schon mal gespielt habt, etc. Mein Name ist Herbert von GamerTV bei HubiFan. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute. Und falls ihr noch Fragen haben solltet, postet diese doch einfach hier unter das Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, und jetzt habe ich nämlich das Problem. Na doch, ich kann von hier aus auch speichern. Das ist ja wunderbar. Weil, wenn ich jetzt Aufnahme beende, passiert...